Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, direkt mit der Unmotivation pur. Ich versuche jetzt echt noch ein bisschen Sport zu machen, auch wenn ich heute echt irgendwie so voll mich ja so gammelig fühle. Aber im Idealfall sehen wir uns dann gleich direkt nach dem Videodreh. So, hier bin ich endlich vor meinem Bücherregal. Ich habe es wirklich geschafft, Videos zu drehen. Ich war heute irgendwie in einer ganz komischen Stimmung. Mein Freund aber auch, der dachte auch irgendwie, es ist gefühlt heute Sonntag. Und bei mir war das auch der Fall, dass ich mich überhaupt aufgerafft habe, Sport zu machen, war schon der erste Schritt. Dann fiel es mir allerdings verdammt schwer, mich fertig zu machen mit Nägel lackieren noch und sich dann fertig machen. Aber ich wollte meinen Monatsrückblick halt unbedingt drehen, deswegen habe ich mich aufgerafft und ich habe wieder geredet wie ein Wasserfall. War heute auch wieder ein bisschen komisch, weil ich mal wieder so ein eher ja, Lipgloss-mäßiges Zeug drauf hatte. Das ist irgendwie von, Moment, Trended Up Dazzling Dust Lipgloss. Also den, ja, der liegt ja auch schon so ein bisschen rum, aber den benutze ich so selten. Und dachte ich mir, hey, ich weiß jetzt auch wieder, warum ich nicht so gerne Lipgloss trage, aber egal, es ist mal wieder was anderes. Und ich habe eine Menge Buchiges zu berichten. Fangen wir, glaube ich, erstmal hier mit an. Moment. So. Ich habe den zweiten Band von Broken Darkness gestern noch beendet. Sprich, am 30. April habe ich es noch geschafft. Deswegen seht ihr das ja auch im Monatsrückblick. Ich war, wie gesagt, nicht ganz so begeistert wie von Band 1, aber ich war froh, dass ich es wie geplant noch im April beendet habe. Und jetzt habe ich natürlich, ja gut, The Make-Up Girl, das lese ich aktuell noch, da bin ich aber noch nicht so richtig drin. Und ich weiß auch nicht, ob ich es bald, ehrlich gesagt, kurz pausieren werde, denn ich habe zwei andere Bücher am Start. Zum einen habe ich tatsächlich einen Buddy Read. Es ist ein Buch, was ich eigentlich eher in die Herbstzeit immer gesetzt hatte. Ich habe mir so überlegt, wenn ich das lese, dann wahrscheinlich eher im Herbst. Aber es hat sich jetzt ergeben, dass es einen Buddy Read gibt auf Instagram. Ich verlinke mal Annas Instagram-Kanal unten. Ja, es ist lustig, Anna und Anna lesen ein Buch zusammen. Und es geht um Dämonentage von Nina McKay. Das liegt noch gar nicht so lange hier, aber ja, man kann es ruhig mal lesen. Ich glaube, ich wollte es im letzten Herbst lesen und habe es nicht getan. Und es ist einfach so ein Buch, wo ich glaube, das wird sonst wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger hier liegen und irgendwann holt mich die Rache ein. Und wenn man dann schon mal jemand hat, der das Buch auch lesen möchte, ich glaube, das gibt noch mal eine Menge Motivation. Vor allem, weil wir das Buch in vier Abschnitten so eingeteilt haben, dass wir jede Woche so ungefähr 100 Seiten lesen und es dann am Ende der Woche austauschen. Das finde ich persönlich immer am praktischsten, weil ich hatte auch schon Leserunden mit 50 Seiten am Tag und dann austauschen, aber das habe ich nicht immer geschafft und das hat mir auch zu viel Stress gemacht. Deswegen finde ich die Variante schon ganz gut und ich hoffe, dass es mir gefallen wird, denn an den letzten 5 Tagen des Jahres fallen Dämonen über die Erde her, sobald das Tageslicht versiegt. Und dann gibt es halt die 17-jährige Adriana, die wird zu einer ominösen Villa eingeladen, um dort die Dämonentage zu verbringen. Aber etwas ist wohl anders als sonst. Denn ein Dämonenclan scheint es ausgerechnet auf Adriana abgesehen zu haben. Yay. Und irgendwie behauptet auch noch ein Halbdämon Cruz, auf sie angewiesen zu sein. Und ja, es ist wieder sehr schicksalsverändernd hier, aber ich ja, bin mal gespannt, wie das Buch so sein wird. Und dann gibt es auch noch ein Rezensionsexemplar, was bei mir eingezogen ist. Das passiert ja echt selten in letzter Zeit, aber es ist tatsächlich mal wieder passiert und das müsste ich ja auch mal zeitnah dann lesen. Und zwar ist es dieses Schätzchen hier, das habt ihr vielleicht schon auch häufiger jetzt mal gesehen, das ging ja doch schon ganz schön rum. Mr. Parnassos Heim für magisch Begabte. Ich meine, ich liebe erstmal dieses Buch, auch wie dieses rote Auto da wegfährt, dieser Bus. Und zwar geht es hier um Linus Baker, der ist 40 und arbeitet in der Sonderabteilung des Jugendamtes, was für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Und er wird halt eines Tages beauftragt, eben dieses ja, Heim von Mr. Parnassus da ja, zu besuchen und zu inspizieren. Der hat nämlich auf einer geheimnisvollen Insel mitten im knallblauen Ozean ein Waisenhaus, ne? Und ja, das ist wohl ein Abenteuer, was das Leben von Linus für immer verändern wird. Ich bin total gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe noch keine Meinung dazu gehört. Ich habe noch nichts davon gehört. Irgendwie so hat das so im ersten Moment so einen kleinen Touch von Die Insel der besonderen Kinder. So denke ich jetzt. Aber wahrscheinlich wird das irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen. Ich war nur verwirrt, wie fett das doch ist. Ja, fast 500 Seiten hat das Ding und wenn man vorher Broken Darkness gelesen hat und dann wieder sowas, ja, ein bisschen kleiner geschrieben. Also wie gesagt, das ist ein Rezi-Exemplar, aber ihr kennt mich ja, ich sage ja jedes Mal,
dass es eins ist und ich sage auch jedes Mal trotzdem, was ich davon halte. Also es gab ja auch schon Rezi-Exemplare bei mir, die mir leider überhaupt nicht gefallen haben. Ja, das ist tatsächlich jetzt mein Samstagabend und ich muss immer noch in meinem Kopf reinkriegen, dass wir nicht Sonntag haben. Ich versuche jetzt noch das Video zu schneiden. Vielleicht mache ich es auch erst morgen früh mal gucken. Ihr werdet es ja sehen. Und dann freue ich mich, dass ich morgen endlich baden gehen kann. Und vor allem, ich habe die nächste Woche jetzt muss ich noch arbeiten. Also die erste Maiwoche, wenn ihr das seht, ist ja schon die erste Maiwoche fast wieder rum. Und ab 10. Mai habe ich Urlaub. Und ich freue mich so. Und ich weiß noch nicht, wie ich drauf sein werde, ob ich vloggen werde oder ob ich mir wirklich mal denke, ich nehme mir einfach 2 Wochen Vlogpause, weil wird eh nicht so viel passieren. Muss ich mal schauen, wie ich Lust habe. Ihr kennt das Prozedere ja. Ich habe heute erst, ja, was nicht so Schönes, dann habe ich was Schönes und dann wieder eher, ihr merkt schon. Aber wir fangen mal mit Make-up-Content tatsächlich an. Entschuldigung für alle, die es nicht interessiert, aber meine Foundation gibt es nicht mehr. Ich bestelle echt selten bei DM, weil das meiste kauft man ja halt direkt vor Ort. Aber es gibt so ein paar Sachen, die gibt es halt online am besten oder auch teilweise ja nur online. Und jetzt wollte ich eine Bestellung aufgeben. Und meine Foundation wieder reinpacken und die gab es nicht mehr, außer in noch sehr, sehr dunklen Brauntönen. Und da war ich natürlich ein bisschen traurig und habe dann mal geguckt bei Douglas und auch bei Amazon und irgendwie ausverkauft gibt es nicht mehr. Ich habe die hier benutzt, die ist ja mal mega rumgegangen, als sie rauskam. Das ist ja die NYX Total Control Drop Foundation. Das war ja damals so ein Mega-Boom, weil 1000 verschiedene Farbfacetten, so, ich mache mich mal bequem hier, so, 1000 Farbfacetten halt einfach rausgebracht worden sind und ich bin halt sehr, sehr hell, wirklich hell. Und normalerweise war bei den Standard-Foundations wie von Essence oder auch Catrice oder Maybelline, keine Ahnung, war das Hellste auch für mich zu dunkel. Entweder hat man das, also wenn man echt mal ein bisschen unnachgiebig war, hat man die Ränder gesehen oder im Laufe des Tages ist es auch noch nachgedunkelt. Das war dann immer eher ein bisschen blöd und die mochte ich tatsächlich sehr gerne. Das ist jetzt die Farbe Alabaster. Es gibt noch eine heller, die Pale, habe ich übrigens auch hier, weil ich das mal testen wollte, aber die ist definitiv sogar für mich zu hell. Deswegen war die eigentlich immer ganz cool, vor allem, weil die nicht so diesen Maskeneffekt hat. Ich fand, die war immer so schön locker und leicht, weil ich nutze eigentlich im Alltag keine Foundation mehr wirklich. Das benutze ich nur, wenn mal irgendwie besondere Anlässe sind oder ich halt eben meine Videos drehe. Und jetzt kann ich das knicken. Jetzt muss ich mich anderweitig umgucken. Ja, ich habe auch eine andere von NYX, die auch ein bisschen heller ist, aber ja, die kann ich übergangsweise erstmal nehmen. Vielleicht gewöhne ich mich auch dran, aber es tat so ein bisschen weh. Traurig. Irgendwie sieht mein Gesicht heute auch sehr rot aus. Ne? Dabei habe ich echt keine Foundation drauf. Ein bisschen dunkler als mein Hals. Egal, ich habe auf jeden Fall gestern Abend The Make-Up Girl tatsächlich weitergelesen. Also das bisschen hier. Denn eigentlich war ich ja erst so gar nicht drin und habe gedacht, nicht, dass mir das ein bisschen zu jung ist. Aber irgendwie fand ich das voll cool. Das ist so... Ja, es ist halt so dieses typische Girly-Zeug, aber sie hat halt auch erwachsene Probleme und bis jetzt bin ich, also das hat mich gestern so ein bisschen rausgeholt, denn ich hatte leider ein kleines Problem mit dem anderen Buch, mit dem Montage von Nina McKay, das lese ich ja in der Leserunde und habe gedacht, ich fange schon mal an. Das habe ich gelesen und bis zu dem ersten weißen Pingelding da sollen wir bis Samstag gelesen haben und deswegen habe ich auch erstmal unterbrochen, weil ich das jetzt nicht sofort am Sonntag durchlesen wollte und hänge dann bis nächsten Samstag hier rum und habe vielleicht die Hälfte wieder vergessen.
Aber ich war irgendwie noch nicht so angetan. Also eigentlich fand ich es ja schon mal ganz cool, dass man direkt in die Handlung reingeworfen wird. Das mag ich ja manchmal lieber als so 1000 Jahre Erklärung. Aber ich mag die Person bis jetzt überhaupt nicht. Das ist ja richtig schlimm. Also da sollen hier Freunde sein und die schießen sich sofort ans Bein. Also ich weiß es nicht. Unsympathisch. Ich hoffe mal, dass es besser wird. Ich habe leider mal ein bisschen auf Goodreads gelesen, wie da so die Stimmung zu ist. Und es war jetzt nicht ganz so positiv. Deswegen war ich ja ganz froh, dass ich dann das Buch noch zur Hand genommen habe. Weil ich wollte jetzt nicht dieses Mr. Parnassus-Ding da auch noch anfangen, weil ich tue mir immer schwer, noch ja, verschiedene Welten gleichzeitig neu aufzubauen. Wenn ich schon mal irgendwo drin bin, dann ist okay. Aber nicht so. Naja. The struggle is real. Mal gucken, wann ich weiterlese, mal gucken, was ich weiterlese und vor allem, wie ich mit der Leserunde klarkomme. Aber da halte ich euch auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Ja, mir ist heute schon wieder was super Tolles passiert, was nur mir passieren konnte. Falls ihr mich länger kennt oder mein Q&A gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich kein Fleisch esse. Ratet, wer heute Fleisch gegessen hat. Ja, ich wusste es nicht. Ich meine, man kann froh sein, dass ich jetzt nicht ganz so pingelig bin. Ich glaube, für andere wäre das definitiv ein größerer Weltuntergang gewesen. Aber bei uns, ja, auf der Arbeit gehen halt einige Leute und die haben sich dann jetzt so zusammengetan und haben ja, leckeres Essen gemacht und gekauft und das in so einem Raum abgestellt, weil wegen Corona können wir jetzt leider keine großen Abschiedsfeiern mehr machen. Aber dann hieß es halt, dass man halt einzeln da reingehen kann, wenn man Lust hat, so über den Tag verteilt und dass da halt gelüftet wurde, damit halt die Hygienemaßnahmen und so, ne, alles funktioniert hat. Und da war einfach eine Ecke, da war nur so süß Gebäckzeug. Da waren Donuts und Berliner und Kuchen und so eine Quark-Kirsch-Pampe da, was halt alles süß war. Also dachte ich so, da ist alles in süß. Und dann gab es da eben auch, das hat anscheinend jemand selber gemacht, weil der Rest da ziemlich gekauft aus. Also teilweise war es so gekauft, teilweise selbst gemacht. Und das waren halt solche Blätterteigecken mit Puderzucker drauf. Und dann dachte ich mir so, ach ja, da nehme ich mir auch mal einen mit. Ja. Das war da nicht süß. Dieser Puderzucker hat mich hart getäuscht und dass es da in diesem süßen Eckdingen da stand. Also ich habe gedacht, oh Gott, nein. Weil ich sitze dann da an meinem Platz wieder, weil ich mir Sachen geholt und bin dann wieder an meinen Platz gegangen und beiß da so rein und habe das erst gar nicht richtig gerallt, weil an der Ecke ja halt so viel Blätterteig war. Und dann gucke ich auf einmal so da rein und esse das so und denke mir so, what, was ist das denn? Erstmal geguckt, ich bin an die Tür zu meiner Kollegin. Ich so, hab gesehen, dass sie auch gerade da reingebissen hat. Da ist Fleisch drin, oder? Ja. Ich so, scheiße. Ich esse doch kein Fleisch. Ach ja. Oh, ich glaube, Paprika ist auch drin. Und sie verträgt keine Paprika. Also sie ekelt sich komplett vor Paprika. Und ich glaube, sie hat auch eine leichte Allergie dagegen. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gehört. Aber es gibt immer was, was man noch nie gehört hat. Und so saßen wir beide da in unserem Büro jeweils und haben in dieses Ding gebissen und uns wahrscheinlich gedacht. Also wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich muss jetzt direkt mal auf Toilette und tschüss. Aber irgendwie habe ich gedacht, oh, nächstes Mal frage ich. Wirklich, ich habe auch die Person, wo ich dachte, dass sie das gemacht hat, habe ich nur geschrieben, ich so. Ich dachte eigentlich, diese Blätterteigtaschen sind süß. Und sie, ja, die hat der und der gemacht. Ich war auch etwas irritiert. Total süß von außen, aber herzhaft von innen. War jetzt nicht so meins. Und ich so, ja, ich war nämlich auch sehr getäuscht von dem Puderzucker obendrauf. Nächstes Mal frage ich vielleicht lieber, was wo drin ist, wenn ich was nicht kenne. Weil normalerweise mache ich das ja auch gerade bei anderen Küchen aus anderen Ländern, die ich halt nicht so kenne, wenn da irgendwas drin ist, dann frage ich ja auch immer. Aber diesmal war ja keiner da und deswegen habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Und dann hat sie auch gesagt, so, ja, das war wirklich schon eine kleine Irritation. Aber schlimm wäre es ja jetzt nur, wenn du Vegetarierin wärst. Ja, das wäre wirklich total schlimm. Ja, also ja, ich habe es ja überlebt, aber das war wirklich so. Man achtet immer drauf und guckt und fragt und dann genau wiegt man sich in Sicherheit. Aber kommen wir jetzt zu was anderem, etwas Schönerem. Ich habe nämlich ein Paket bekommen, wie immer. Ich habe sie auch bestellt. Also mein Müsli, meine Freunde. Ich brauchte nämlich mal
Nachschub von einigen Sorten und ich wollte auch, eigentlich wollte ich, also die Sorte, die ich am meisten wollte, die gab es nicht mehr. Die war ausverkauft. Ich wollte hier dieses, wie heißt denn das? Blueberry Cheesecake, glaube ich. Das wollte ich mal nachholen, weil ich nur noch ein bisschen drin habe und genau das gab es dann nicht mehr. Aber ich wollte mir trotzdem Müsli-Nachschub besorgen und habe mir zum einen wieder Blueberry geholt. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das ist ja mit Crunchy and Oat und also Blaubeeren und Banane und Erdbeere und weiße Schokodinkelbällchen. Die mag ich ja total. Also da habe ich festgestellt, das ist so mein Frühlings-Sommer-Müsli irgendwie, wenn man so warme Tage hat, weil das so ein bisschen erfrischend und fruchtig ist und das mag ich total gerne. Und dann habe ich gesehen, dass es eine andere schokoladige Sorte gibt. Ich habe ja das normale Schoko schon gehabt, das Schoko mit Banane und dieses Triple Choc, was ich ja am liebsten esse. Aber jetzt gibt es einfach Schoko-Brownie. Ich habe Angst, dass das vielleicht ein bisschen zu schokoladig für mich sein könnte, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Da haben wir nämlich einmal diese Schoko-Crunchies wieder drin, dann Brownie-Kekse, dunkle Schokodinkelbällchen und Chocolate Boons. Ja, ich bin gespannt. Also da bin ich echt gespannt, ob ich einen Schokoschock des Todes kriege oder nicht. Dann habe ich neu gesehen, das habe ich noch nie gehabt, das See You Soon Granola. Also das hat auch wieder so eine nette Verpackung. Und da gibt es nämlich Granola Crunchy. Dann wieder gepuffte Weizenreisherzen, Johannisbeer-Chocs und Joghurtplättchen und rote Johannisbeeren. Und ich dachte, die Joghurtplättchen wären auch in meinem Cheesecake-Dingen gewesen. Strawberry Cheesecake war das, glaube ich. So. Sind die wenigstens hier drin? Vielleicht schmeckt mir das ja auch. Hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht. Und dann wollte ich noch eine vierte haben. Und bin dann wieder zu was gegangen, was ich schon mal glaube ich hatte. Aber ich wollte es jetzt einfach nochmal haben. Schokozauber. Ja, es ist Olaf. Die hatten ja auch diese Kooperation mit der Eiskönigin. Und ich weiß, ich hatte das, wo Elsa drauf war, wo Anna drauf war. Ich weiß gar nicht, ob ich Olaf auch hatte. Aber auf jeden Fall habe ich es jetzt. Und das fand ich auch. Das klang nach normalen Sachen, die ich gerne esse. Schokoladenknuspermüsli, Kakaoschalen, Bananenstücke und weiße Schokoplättchen. Und wie immer ganz viel Liebe, auch wenn sie ein bisschen gefroren ist. Und ja, warum ich jetzt auch gelocht habe, jetzt ist auch noch ein guter Zeitpunkt. Es gab eine Müsli-Sorte gratis dazu und die klang sehr interessant. Es ist nämlich Raspberry Caramel Fudge. Ja, auch hier wieder eine etwas buntere Rolle diesmal. Und wir haben hier Dinkel-Quinoa Crunchy, Himbeeren, Caramel-Fudge-Würfel und dunkle Schokodinkelbällchen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das sein wird. Also, kenne ich natürlich auch noch nicht. Wie gesagt, ein bisschen schade. Das war so ein bisschen unglücklich, dass halt eben dieses Strawberry Cheesecake, was ich eigentlich unbedingt haben wollte, dass das nicht mehr gab. Und dass es noch so eine neue Sorte gab. Ich glaube, deswegen habe ich mich vertan mit Blueberry. Es kommt noch irgendwie so eine neue Cheesecake-Art irgendwie raus. Ich glaube, dass es dann Blueberry war. Aber das war bei mir noch nicht erhältlich, noch nicht verfügbar. Und kaum habe ich bestellt, gab es dann irgendwie Werbung, dass das jetzt gibt. Ja, wenn man mal Pech hat, ne? Und hier klappert gerade alles, weil irgendwie ist es total windig. Und es wird immer wieder dunkel. Und hell und Sonne und dunkel und nix. Und ich habe ein bisschen Sorge, weil ich ja nächste Woche Geburtstag habe und Urlaub habe. Und die ganze Woche ist irgendwie in meinem Handy nur eine Regenwolke drin. Wir haben zwar zwischendurch mal eine Regenwolke mit 22 Grad, aber das ist trotzdem irgendwie Kackwetter. Ist doch scheiße. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal wieder Müsli-Nachschub. Eine Menge Müsli-Nachschub. Jetzt merke ich gerade, dass eigentlich schon wieder Zeit ist, diesen Vlog zu schneiden. Und mir ist halt einfach aufgefallen, ich habe wieder gar nicht so viel gevloggt. Beziehungsweise euch nicht so viel mitgenommen, aber hat man ja mal. Wir sind jetzt gerade vom Einkaufen gekommen und eine Sache habe ich trotzdem noch, die ich unbedingt erzählen muss. Wir haben gestern mal gedacht, so komm, wir bestellen Pizza bei einem ganz anderen Lieferdienst mal und weil wir keinen Bock hatten zu kochen. Ratet, von wem ich heute eine Facebook-Freundschaftsanfrage bekommen habe. Ja, von genau dieser Pizzeria. War ein bisschen gruselig, war ja auch irgendwie nicht als Werbe, also als Firmenseite, sondern irgendwie privat und dann gab es da auch Geburtstagsglückwünsche von vor ein paar Monaten oder so auf dieser Seite und das fand ich irgendwie unangenehm, weil ich denke mir so, klar, wahrscheinlich denkt der Inhaber sich auch, das ist einfach nur Werbung so für seinen Laden und so Kundenbindung und so und ich denke mir so,
Alter, meine Daten haben außer bei der Bestellung nichts bei dir verloren und du brauchst nicht mein Facebook-Profil stalken oder mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Nee, also fand ich irgendwie nicht so geil. Ich meine, es geht creepiger, aber irgendwie fand ich es trotzdem nicht so geil. Ja, aber jetzt, wie gesagt, werde ich diesen Vlog noch schneiden und dann gucke ich heute Abend wieder Germany's Next Topmodel. Ich glaube, lesetechnisch wird nicht so viel passieren, aber morgen, Leute, ist mein letzter Arbeitstag von meinem Urlaub und ich brauche ihn wirklich. Ich bin jetzt schon gestresst hoch 10 die ganze Zeit. Vielleicht sehen wir uns dann mal in einer etwas entspannteren Atmosphäre wieder. Und deswegen, wie immer, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut!